Willkommen bei Benjamin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute The Nightmare Escaped, die Demo für euch. Und wir versuchen mal gleich loszulegen mit dem Escapen. Welcome to the Early Look. Ja, okay, machen wir. Wir klingen schon wieder sehr infantil. Ugh. Worm. Okay, keine Ahnung, wo du bist. This bed is filthy. How did I end up here? Tja, das fragen wir uns alle mal. So, das ein oder andere Mal im Leben. Okay, so. Und continue. Wait. I can't seem to remember everything. Ja, muss ein guter Abend gewesen sein wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir aufgewacht sind. Und Short Transcription. Es ist der 16. September 1978. I'm not taking any chances. Not with the killer on the loose. I've decided to look Anna and myself in my room each night. I can't take any chances. Not when Anna's life is at stake. I'll keep the key with the least picture, David. Okay, ein Mörder scheint sein Unwesen zu treiben und wir haben uns und Anna eingeschlossen. Davids Journal ist jetzt in unseren, Dokumenten. Und wir haben den Schlüssel hinter irgendeinem Bild. Kann ich nochmal kurz irgendwie auf mein Inventar zugreifen? Documents? I'll keep the key with Alice's picture. Elises. So, haben wir eine Taschenlampe? Haben wir irgendeine Möglichkeit, Feuer zu machen oder Licht? Boah, ist der Duster. Ja, so ist es gleich viel besser. So, warte mal, ist vielleicht... Jawohl, hier, turn on the lights. Schon besser. So, das Bild von Elise. Das könnte eventuell das Bild von Elise sein. Können wir mal den... Oder auch nicht? Ist das doch nicht? Ah, nee, das wird wahrscheinlich Elises Bild sein. Hallo, Elise. My darling Elise, we miss you. Und hier haben wir den Schlüssel. Wunderbar. Bedroom Key. Mach mal so. Ich nehme den Badezimmerschlüssel und verstecke den quasi im Blumentopf draußen und schreibe quasi den Fundort des Schlüssels auf einen Zettel und pack den ins Tiefkühlfach. Logisch. Ne? Weil könnte ja immer was Schlimmes aus dem Bad kommen. Oh, der Schatten ist aber wirklich... So. Key not in inventory. Was? Drag and drop. Und... Können wir das nicht? Ist das nicht das Bad? Sah so nach Badezimmer hier aus. Ach, die große... Die große Tür ist der Bad. Verstehe, okay. Na klar, warum nicht? Na und, wollen wir das aufmachen? Oha, okay. Gut, man muss ordentlich festhalten. So, das ist die Wohnung. Okay, dann schauen wir mal. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild von uns. Okay, wir sind so ein smarter Typ aus den 80ern. Schön. David. Wunderbar. Packen wir wieder zurück. So, wir machen erstmal überall Licht an. Die Couch sieht ein bisschen abgenutzt, aber doch recht bequem aus, muss ich sagen. So, komm, Fernseher können wir ausmachen. Frisst ja alles Strom. So, was haben wir denn da noch? So, die Maus-Sensibilität, die Maus-Empfindlichkeit ist recht heftig. Sunny, hey, grüß dich. Diese Ähnlichkeit, moin. So, okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Oh. Können wir eine Nummer wählen? The Black Landline Phone. I haven't seen one of these since I was a kid. Bitte? Ja, hallo? Kann ich durch den... Ich möchte erst durch den Türspion schauen, bitte. Nee. Moment. Ach Mann, warum muss ich denn wieder spuken hier? Wieso?
das ist der ganz neueste Türmechanismus, irgendwie Bild fällt runter, dadurch geht Tür auf. Oh, und das sieht, das, wenn ich hier so drauf zulaufe, hat das gerade sehr PT-mäßig ausgesehen. Tolles Bild. Okay, hey. So, okay. Das sind unsere Kinder. How can this be? It's a photo of Lily and me. Ach nee, das sind nicht unsere Kinder. This was taken just a few weeks before the incident. Oh nein. Ach, wir haben auch, guck mal, wenn ich jetzt, die Friese ist aber der Hammer, Alter. Schönen Nackenspoiler. So, okay. Nein, öffne sie. Ach, also die Tür öffnen ist ja ein Spaß. So, es ist das elterliche Schlafgemach, wie es aussieht. Ich mach mal Licht an. Oder ich mach mal Licht an. Licht war schon an. Seht ihr Fuß. So, okay, was haben wir hier Schönes? Ach, wunderschöne Familienbilder. Das ist tatsächlich ein schön gemaltes Bild. Kann man nicht anders sagen. Sieht toll aus. Sehr begabt, die kleine Maus. I love my plant. It reminds me of mommy and I will water it every day. I thought I lost my plants today. But I found it on table in the hall. I wish daddy would use something else for his safe. Sorry Leute, wenn's Lesen heute wieder so ein bisschen stottert. So, okay, also sie. A common houseplant. Spake versuch's ja nicht erst. Or better know as Peace Lily. Okay. Die können wir sammeln. Und die sollen wir jetzt wahrscheinlich irgendwo hinstellen. Und wo haben wir bestimmt jetzt gerade hier in den Dokumenten zu lesen? So, sie hat ihre Pflanze verloren. But I found it on table in the hall. Okay, auf dem Tisch in der Halle hat sie die gefunden. I wish daddy was used something else for safe. Okay, wir müssen jetzt die Pflanze wahrscheinlich irgendwo als Schlüsselelement irgendwo anders hinstellen. Auf dem Tisch in der Halle. Was? Was für ein Puzzle? Oh, okay. Aha, okay, alles klar. Hier sollen wir quasi unser Devotionalien-Schrein errichten. Okay, mal gucken, was wir noch. Irgendwas brauchen wir noch. Die Schuhe hier oder was? Heieiei. Heieiei. Ist ein bisschen klickrig gewesen hier draußen, niemand. So, noch eine Pizza? Mhm. Hier wurde viel Pizza bestellt. Okay, die Schränke können wir nicht öffnen. Oh, wir können ein Telefon noch mitnehmen. Ach du meine Nase. Na dann. Stellen wir das mal hin. Something isn't quite right. Okay, gut. Wir müssen das richtig anordnen. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich das Bild in der Mitte finde ich eigentlich ganz nett. Okay, das war jetzt richtig. Die Frage ist nur, welche Tür ist gerade aufgegangen? Was ist denn jetzt aufgegangen? Ist eventuell hier etwas aufgegangen? Oh, nee, hier oben. Und zwar die Schlüssel für Apartment 217. Die nehmen wir natürlich mit. Ist das hier Apartment 217? Es sieht so aus. Ach, können wir mal den Vermieter anschreiben? Können wir mal definitiv den Vermieter anschreiben? Ja, Mietminderung, aber verfeinsten! Na sag mal. Was ist denn Ditte, Alter? Ja, da liegt doch wieder lieber meine Wohnung zurück. Na sag mal, das ist ja um Gottes Willen. Oh, wir haben sogar eine Map. Aber die ist nicht available. Okay, gut. So, Exit ist erstmal für mich ein sehr schönes Schild, wo ich erstmal hinfliege, wie die Mücke ins Licht.
Okay, hier wurde auf jeden Fall... Oh nee, ist alles vernagelt. Toll. Ganz, ganz toll. Na super. Oh, und überall Müll und Schrott und alles ist kaputt, ey. Oh, verdammt. Gehen wir mal hier lang. So, 216. Verschlossen. So, verdammt, tust du hier? Oh Gott. Oh, schüttelst mich ja gleich. Oh Gott. Was ist das denn? Ah. Ja, Mausezahn, tut mir leid, ich kann dir jetzt hier nicht helfen. Die Tür ist verschlossen. Ich suche mal irgendwas zum Aufmachen. Hallo? Kann mir mal jemand helfen hier auf dieser... Mann, dieser Dust da draußen, ey. So, okay. Was? Wisst ihr, Leiter hingestellt, um was zu tun. Du hast jetzt hier 5 Töpfe Farbe irgendwie und passiert es hier mal ja nichts irgendwie. Also, Leute. Ja, der, oh, ja, okay, der Ausgang sieht zu aus. Kannst dich anders aussuchen, er sieht zu aus. So, was haben wir hier noch? Ein Zettel. Ach, du Holy Moly. Ja, toll, alles klar. Und hier haben sie wieder lustig experimentiert mit Sounds und so und alle sind sie durchgedreht. Na schön, wunderbar. Ganz, ganz toll. Und wir sollen jetzt aus dem Schlawampenladen hier wieder rauskommen. Boah, das ist groß, das ist groß. Da ist Farbe. Was denn hier? Oh, das Fenster ist offen. Man ruppt doch einfach hier die Bretter und die raus. Macht doch nicht so schwer. Was? Oh nein, die Tür ist offen. Boah, ist so duster. Haben wir hier noch Licht? Was? Okay, das ist der Ventilator, der bringt uns nichts. Haben wir hier, ich möchte... Ich brauche Licht. Mike, Mrs. Garcia in 105 needs to have her kitchen drain fixed again. See what you can do. We have got to start taking more safety precautions with these murders. So I've locked the key in her apartment in a lunchbox, in a lockbox. P.S. I know you're always forgetting the combination, so I've set it to something you can't forget. That is, unless you forget... Where you live, John. Okay, wir sollen bei Mrs. Garcia im Raum, also im Zimmer, im Apartment 105, den Küchenabfluss reparieren. Und wegen den Sicherheitsmaßnahmen, wegen dem Mörder, hat er quasi den Schlüssel in eine Schlüsselbox gepackt. Und die Kombination für die Schlüsselbox, damit wir die nicht vergessen, that is unless you forget where you live. Also anscheinend da, wo wir leben. Sind wir John? Heißen wir John? Heißen wir John? Sind wir John? Also Raum 217? Hey Vater, grüß dich. Ich will nochmal sagen, ja. So, was ist... Gibt's hier kein Licht oder irgendwas? Licht. Licht. Ah, hier ist Licht. So, was haben wir hier? Open Drawer. Hm, okay, da ist gar nichts. Ein Hammer. Eine vierstellige Zahl. Mhm. Oh, was ist das? Ah, okay. Wo haben wir denn John? James Sullivan?
Mantens, Luis Garcia. Oder hieß der Typ John? Ich muss noch mal kurz gucken. Ich muss noch kurz schauen. Mike. Nee, der Typ heißt Mike. Der Typ heißt Mike. Mike Wilson. 303. Das können wir vielleicht noch eine 0 davor setzen? Probieren wir mal. So, probieren wir es mal. 0, 3, 0. Jawohl. That's it. Wir haben den Schlüssel für Miss Darcy's oder Miss Garcias Wohnung. Und ich mich halt frage, hier ist das Ding. Ist aber auch komisch aufgeteilt irgendwie. So, dann schauen wir mal. Okay, gut, das war die Demo. Oh, schade. Ja, das war immer Nightmare Escape, die Demo. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch gerne vielleicht mal ein Abo auf dem Kanal da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Hilft dem Kanal ein bisschen zu wachsen. Ansonsten, wenn ihr dieses Full Game hier sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir werden spielen. Bis dahin, macht's gut. Euer Mike, Steve, Benny. So, vielleicht was aus. Bis dann. Tschüss. Willkommen auf Benny und... willkommen auf Benny und Steve. Wir tragen sie durch die Welt. Wo ist es denn? Ganz oben wurde mir angezeigt. Das ist auch geil, Alter. Ohne Irop Scope. Und was? Erstmal sacken lassen, ey. Oh, krass.